Willkommen zurück bei Ground & Pound TV. Wir sind hier bei GMC 6 in der Europahalle in Castrop-Rauxel. Neben mir Nikolaos Erbesis, siegreicher Kämpfer in den Vorkämpfen gegen Movladi Bersanov. Du hast jetzt heute deinen ersten Profisieg nach Punkten eingeheimst. Dafür gibt es ja auf jeden Fall mal schlechtere Bühnen als hier bei GMC, oder? Man es nimmt. Also, wie ich schon erwähnt habe vorhin in anderen Tagen, ich habe mich gut darauf vorbereitet. Natürlich GMC was ganz anderes. Ich bin das nicht gar nicht gewohnt, so vor so vielen Leuten zu kämpfen. Das wär's. Hast du da mehr Druck gehabt oder hast du es dann ausblenden können? Also, es ist für mich ein Fight wie jeder andere. Jeder Kampf ist ernst zu nehmen. Mein Trainer sagt ja nicht umsonst, nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Ich bereite mich auf jeden Kampf gleich vor, hart. Man weiß nie, wen man kriegt und worauf der Gegner sich vorbereitet. Wie du ja schon ansprichst, du weißt nie, wen du bekommst. Du hättest ja eigentlich einen anderen Gegner kämpfen sollen, Mohamed Taha. Jetzt hast du einen neuen Gegner bekommen. Gab es da noch eine Umstellung in der Vorbereitung oder hast du dich da einfach auf deine Sachen konzentriert, was du gut kannst und wie du den Kampf gewinnen willst? Ja, also ich habe mich ganz normal darauf vorbereitet, auf alles. Man weiß ja nie, wie der Gegner sich vorbereitet. Wir haben an alles gedacht. Wir haben viel Ausdauer trainiert, viel Boden, auch viel im Stand. Ich meine, MMA ist so vielseitig, da muss man auf alles auf der Hut sein. Wie mein Trainer das schon sagt, jeder Kampf ist bedeutend, wie man sich vorbereitet. In der ersten Runde hast du ja am Anfang ein bisschen im Hintertreffen gelegen, die aber dann vielleicht sogar durch die Backmount noch ein bisschen gestohlen. In der zweiten Runde auch am Boden sehr gut überzeugt, auch wieder die Backmount geholt und viele Schläge angebracht. Bist du da mit deiner Leistung, mit deinem Gameplan zufrieden, so wie es abgelaufen ist? Ja, also wie gesagt, im Kampf sieht alles immer ein bisschen anders aus. Natürlich verfolgt man im Gameplan. Wichtig ist, mein Trainer hat mich von Anfang an in der Sache geschult, hör auf deine Ecke, weil wir sehen alles mit anderen Augen. Die sehen Sachen, die du im Kampf niemals sehen würdest. Als ich die Backmount gekriegt habe, das war halt sehr gut. Darauf habe ich auch versucht. Ich habe ja gesehen, er hat mich im Takedown, er hat versucht, ja, diesen Schwitzkastengriff. Aber das bin ich halt ziemlich gewohnt, weil das viele machen. Auch noch so die Backmount zu kriegen, das haben wir schon ein bisschen antrainiert so. Also mein Trainer sagt immer, egal welche Position, Hauptsache du bist oben. Darauf versuche ich auch immer hoch. Du sprichst deinen Trainer an, dann übergeben wir dann auch mal kurz das Wort an Wahid Aslan. Du hättest ja auch bei GMC kämpfen sollen, hast ja aber eine Rippenverletzung dir zugezogen. Wie ist es dann von außen zuzusehen, wie dein Junge da den Sieg holt vor diesen vielen Zuschauern hier? Ja, natürlich, jeder Kämpfer von uns ist wie unser Fleisch und Blut. Wir sind jeden Tag zusammen, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Das verbindet natürlich. Und man hört auch an meine Stimme ist weg, ich bin zerschwitzt. Aber gut, nichtsdestotrotz, das ist der Job, den wir machen. Wir fiebern natürlich mit unseren Kämpfern mit. Wir versuchen aber bestmöglich in der Ecke die Kämpfer so zu koordinieren, dass die wenig wie möglich abbekommen und so viel wie möglich verteilen. In der Vorbereitung trainieren wir auch darauf, dass die stets die Ecke auf die Ecke hören, weil im Endeffekt sind das im Kampf alles verschlossene Türen und die Schlüssel, die haben wir. Wir geben die passenden Schlüssel, wir sehen von außen Sachen, die ein Kämpfer, kann ich selber als Kämpfer beurteilen, die man im Ring, im Käfig nicht sehen kann. Ne? Und deswegen trainieren wir sehr darauf, dass die Jungs auf uns hören und Gott sei Dank, bis jetzt klappt das auch ganz gut. Der Nico, der ist, glaube ich, so der hartnäckigste und dickköpfigste Schüler von mir. Und der wollte unbedingt hier, das war sein größter Traum, hier bei GMC mitzukämpfen. Der hat jetzt hier gekämpft, hat gezeigt, was er kann. Und ich hoffe auch, dass wir ihn jetzt öfter sehen werden. Und ja, ich bin ganz gute Dinge, dass Nico noch einen Namen machen wird. Wir sind aber ganz bodenständig. Wir heben jetzt nicht ab und reden von UFC oder was weiß ich was. Wir sind bodenständig, wir sind in Deutschland, wir sind hier. Wir wollen als erstes unser Fuß hier fassen und nicht überheblich werden. Step by step werden wir unsere Erfolge holen und auf diversen Veranstaltungen kämpfen.
Dein Jahr hat ja leider nicht so gut begonnen. Du hast dich bei We Love MMA so ein bisschen um einen, ich sag mal, verdienten Lohn gebracht mit einer Disqualifikation, die ziemlich unglücklich war. Jetzt dann der erste Profi-Erfolg hier bei GMC. Wie geht's jetzt mit dir weiter? Wo sehen wir dich als nächstes? Je nachdem, was kommt. Also, man weiß nie, was kommt. Ich werde mich natürlich weiter darauf vorbereiten, auf alles. Nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Ja. Der nächste Kampf von Nico ist am 23.05. im Pier 2 in Bremen. Da haben wir unsere eigene Veranstaltung, Hype FC. Wird ein Riesen-Event in Bremen. Und da kämpft Nico gegen Daniel Makin. Kommt vom Stand-Up, ein Hannoveraner. Ist ein sehr guter Junge, sehr starker Thai-Boxer. Und am 23.05. wird Nico gegen ihn kämpfen. Ich glaube, Nico ist jetzt gerade vom Kampf noch ein bisschen und Kopf ist noch nicht ganz da, dass er alle Fragen im Kopf beantworten kann. Und ja, wie gesagt, am 23.05. ist unsere Veranstaltung in Bremen, Hype FC. Da werden Ricardo kämpfen, ich werde da kämpfen, Nico wird da kämpfen, Johannes wird da kämpfen und viele noch andere. David Marcina aus Hamburg wird da kämpfen. Und noch viele andere, was ich jetzt gerade nicht so im Kopf habe, habe nicht alle. Ein Viermann-Tournament wird es geben. Sargis, Roman Baum, Florian Schöpp und Yoshi. Die werden in einem Viermann-Tournament, werden die sich messen. Ja, ich hoffe, Ground and Pound ist auch dabei. Und das läuft dann. Dann sind ja unsere Augen am 23. Mai auf jeden Fall nach Bremen gerichtet. Dann erübrigt sich auch die Frage, wo wir dich als nächstes dann wieder in Aktion sehen, am 23. Mai in Bremen. Ich danke dir schon mal für die Worte, aber die letzten Sätze gehören natürlich dir. Ja, also erstmal, ich grüße meinen anderen Trainer Taifun Aslan. Schade, dass er es heute nicht geschafft hat hierher, aber er ist sehr beschäftigt. Grüße auch an meinen Fanbase, den NFF-Club in Bremen, die mir so stark die Daumen gedrückt haben. Ich bedanke mich wirklich, wirklich von ganzem Herzen an meinen Trainer Wahid Aslan, der mir das alles ermöglicht hat. Also ohne ihn, wirklich, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen, so viel Schweiß, Blut, wie er in mich investiert hat, wie er mit mir rumschreien musste und das ganze Programm. Aber letztendlich bin ich ihm doch sehr, sehr dankbar, hat sich gelohnt. Ja, ich danke meiner Familie auf jeden Fall und ja, alle, die ich vergessen habe, unseren Sponsoren, Joya für die geile Shorts, Dankeschön, wirklich. Ja, mehr, alle, die ich vergessen habe, tut mir leid, aber das wäre es von mir. Das passt auch. Ja, dann vielen Dank für die Sätze so kurzfristig nach dem Kampf und viel Erfolg am 23. Mai in Bremen. Danke. Viel Erfolg. Danke.